Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Freunde, und endlich ist es soweit. Der vorletzte Comic in der 0.3-Reihe zwischen Marvel und Fortnite ist jetzt am 31. August rausgekommen. Ich bin ein bisschen spät dran, aber die finale Ausgabe von dieser Comic-Reihe wird am 28. September, also in der nächsten Season, veröffentlicht. Der Grund wahrscheinlich ist allen klar, es wird so Spoiler zu der nächsten Season geben oder vielleicht sogar einige Battle Pass Charaktere wie Geno. Oder wer auch immer, Freunde. Also es gibt bestimmt einen Grund, warum der Comic erst nach der Season 4 veröffentlicht wird. Aber davor werden wir nochmal einige Dinge besprechen. Zuerst, Late Game Arena ist jetzt in der Solo-Variante verfügbar. Ich glaube, das haben sich viele gewünscht. Könnt ihr jetzt spielen. Dann hat Hypex veröffentlicht, dass das Overlay für den nächsten Battle Pass in Kapitel 3 Season 4 sich nicht verändern wird. Das heißt, weiterhin Sterne sammeln, Reihenfolge selber entscheiden und so weiter. Das Design wird gleich bleiben. Finde ich ein bisschen schade. Der nächste Teaser ist auch von Donald Mustard. Und zwar sagt er, is this the real life? Is this just Fantasy? Also ist das das echte Leben oder ist das einfach nur Fantasie? Das könnte für eine Kollaboration in der Zukunft sein. Mit wem? Was denkt ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Viele glauben, dass das mit Freddie Mercury zu tun hat. Ihr kennt ja den Künstler wahrscheinlich. Das ist mit seinem Song, hängt mit seinem Song zusammen, denn das sind die ersten Lines von Bohemian Rhapsody. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es könnte also ein mögliches Emote, ein mögliches Musikpaket oder sogar Konzert sein, was ich eher bezweifle. Aber ist trotzdem interessant zu erwähnen. Und Kapitel 3 Season 4 ist nun auf den Staging-Servern, also der Patch zu der nächsten Season. Und voraussichtlich wird dieses Update am 17. oder 18. September veröffentlicht. Aber nun beginnen wir mit dem vierten Comic der Nullpunkt-Krieg-Reihe. Zurück auf dem Eismond der Null-Realität sprach das Team über die Kälte des Monds, welcher noch immer von Thor und Storm reduziert wurde. Ihr wisst ja, in der letzten Ausgabe ist das Team mit dem Portalgerät zurück zu Dooms Energiespuren zurückgereist und die führen zu den Eismond zurück, deswegen sind die gerade hier. Dabei produzierte die Imaginierte mit ihrer Rüstung ein Energiefeld, um alle warm zu halten, wobei Wolverine das Angebot ablehnte, da er sich auf seinen Heilungsfaktor verließ und für diese kurze Zeit, in der sie Dr. Doom suchten, keine Hilfe bräuchte. Er erwähnte zudem, dass er geschmolzenes Metall von einer bestimmten Richtung roch und dort stellte sich heraus, dass Dr. Doom antarktisches Vibranium des Nullsplitters nutzte, um eine sehr alte, ungestörte und im Schnee vergrabene Burg zu betreten, da antarktisches Vibranium Metall schmelzen kann, was zeigt, dass er auch die Sicherheitsmaßnahmen dieser Burg ausschaltete und der Gruppe leichter machte, ihn zu finden. Denn dort gab es eine offene Tür, die die Gruppe betritt, doch im Inneren fanden sie eine riesige Halle und eine große Sammlung an verschiedenen Artefakten, Wesen und Technologien in starkem Eis, die für Shuri tödlich aussahen. Dann begegneten sie am Ende der Halle den Eiskönig auf seinem Thron, der tief schlief, doch als Jones auf eine Falle tritt, erschien ein Hologramm des Eiskönigs. Jones erklärte sogar der Gruppe davor, dass der I.O. sich immer wunderte, was mit ihm passierte und dass der Eiskönig damals den Gefangenen aus geschmolzener Lava bekämpfte, womit er für Chaos auf der Insel sorgte und das Monster entkommen ließ. Dieses Hologramm des Eiskönigs sagte ihnen die Wahrheit, da sie diese laut dem Eiskönig verdienten, war laut ihm auch, dass ein Vermächtnis sei. Er trug vor langer Zeit nämlich auch einen anderen Namen, doch Eiskönig prägte sich einfach besser ein. Vor ungezählten Jahren fing er auch mit seinen mutigen Verbündeten an, mächtige Dinge und Wesen zu sammeln, die zu gefährlich waren, um überhaupt zu existieren. Dabei war der Gefangene der treueste Kamerad des Eiskönigs, bis er eines Tages darüber diskutierte, diese Dinge zu benutzen, um Realitäten nach ihrem Wunsch zu verändern. Dadurch wurde er zu bedrohlich, weshalb der Eiskönig ihn, seine anderen Ritter und ihre ganze Sammlung in seiner Burg einfrieren musste, was wir in Kapitel 1 Season 7 sahen und natürlich die Seasons weiter. Danach brachte er vor sehr langer Zeit den gesamten Eismond, ja wirklich den ganzen Eismond, wie ein Fahrzeug zum Orbit von Realität 0, da er dachte, dass diese einsam und sicher wäre, wo er schließlich für immer einschlief. Und danach wissen wir, dass es dann die Eisschmelze gab und er aufgewacht ist. In einem kosmischen Sturm brach aber ein Stück des Monds mit der Burg des Eiskönigs ab und landete in Kapitel 1, Season 6 oder 7 halt, auf der Insel, wonach er während der Eisschmelze die Gefahr aufnahm, die von seinem Verlies entkam, der Gefangene halt. Er versuchte den Gefangenen mit seiner Eislegion davor aufzuhalten, was wir im Schneesturm-Event gesehen haben, noch schlimmere Gefahren wie die Ninja-Echsen-Hybriden zu entfesseln, schlug jedoch fehl. Später, wahrscheinlich nach dem Vulkanausbruch, besiegte er ihn sogar trotzdem und frierte den Gefangenen ein weiteres Mal für immer ein. Diesmal aber unter Wasser, das heißt, er könnte in Zukunft wieder zurückkommen. Der Eiskönig bekam sogar mit, wie das Monster entkam, den Nullpunkt selbst gefährdete und glücklicherweise von dem Mech aufgehalten wurde, wodurch er seine Pflicht nicht erfüllte.
Also ist er erst nach Season 9 wieder zum Eismond gegangen. Und weil der Eiskönig solch eine Bedingung nie wieder erlauben durfte, kehrte er eben auf den Eismond in diese schon bestehende Burg zurück, machte es für jedes lebende und nicht lebende Wesen unbewohnbar, um ihn und alles darauf für alle Zeiten zu isolieren. Und weil die Gruppe nun dort war, waren sie somit der Ehre überlassen, als zu gefährliches Wesen zum Wohle des Omniversums in die Sammlung des Eiskönigs zu kommen, weshalb er mithilfe eines Zaubers den ganzen Eismond langsam sogar noch kälter machte. Einige Momente später floh die Gruppe und suchte währenddessen Dr. Doom, weil sie alle glaubten, dass er für die Sammlung hier wäre. Da es kälter wurde, kontaktierte die Imaginierte das Fundament, um alle vom Mond runterzubringen. Doch das Fundament erzählte ihr, dass sie gerade den riesigen Mecker reparierten. Iron Man, das Paradigma, das Fundament und der Wissenschaftler schafften dies mithilfe der angezapften Datenbank von Paradigmas Rüstung, des Wissens von Paradigma und den gesammelten Mech-Teilen des Schleifengängers während Kapitel 3 Season 2. Dazu gab es eine Aufgabe, aber sie brauchten noch ein letztes Puzzlestück, den Nullsplitter, den die Gruppe suchte, um den Mech zu reaktivieren. Doch der 7-Look mit den Upgrades und dem neuen linken Arm fehlten immer noch. Das liegt daran, dass sie einen Künstler als Gast dabei hatten und keine Zeit hatten, das Design zu verändern, weil natürlich der Comic vor dem Event abspielte und Epic Games erst vor kurzem verändert hat, dass der Mech einen Look der 7 bekommt. Also es ist kein Plothole, sieht einfach nur anders aus, aber es ist dieselbe Story und es ist Kanon. Sie fanden schließlich Dr. Doom, der einige Gegenstände der Sammlung eroberte und genug Zeit bekam, um herauszufinden, wie man sie überhaupt benutzt. Er schoss auf die Gruppe, Jones konnte eine Waffe der Sammlung nicht benutzen, sie weichten Schüssen aus, Spider-Man schnappte sich mit seinem Spinnennetz Dooms Schild, Wolverine griff Doom an und mehr ereignete sich in diesem großen Kampf. Doom hat es aber satt, weshalb er den Nullsplitter selbst nutzte, um alle Dinge und Wesen der Sammlung zu befreien und sie automatisch auf die Gruppe schießen zu lassen. Dagegen waren sie einfach machtlos, bis Shuri erwähnte, dass sie ein Gerät von ihrem Bruder T'Challa als Black Panther für antarktisches Vibranium überarbeitete, das er eigentlich nutzte, um verarbeitetes Vibranium inaktiv zu machen. Das Gerät, dessen Reichweite gering ist, aktivierte sie in der Nähe von Doom und gab ihm somit einen Elektroschock, womit der Nullsplitter aus seiner Hand fiel. Den Nullsplitter schnappte sich sofort Spider-Man und bekam von der imaginierten Rückendeckung, als sie den epischen Angriff von Dr. Doom aufhielt. Doch Spider-Man hatte nur kurz Zeit, da er in diesem kalten Sturm nicht einmal einige Minuten überleben würde, während er nach Süden zu den anderen ging. Währenddessen schoss Dr. Doom mit einer neu befreiten Waffe auf das ganze Team und streckte sie nieder, was sie nach draußen zur Tür zwang. Als sie mit einem neuen Plan ihn gemeinsam attackierten, schlugen sie fehl, weil Doom einfach zu mächtig war. Aus dem Nichts zerstörte die Hand des Mechs, der durch den Nullsplitter reaktiviert werden konnte, und Dooms Schüsse blockierte die Burg, um die Gruppe zu finden. Dr. Doom verschwand danach, um für die finale Schlacht des Nullpunktkriegs auf der Insel zu sein und seine Zeit hier nicht zu verschwenden. Die Imaginierte sprach kurz mit dem Paradigma, da sie sie für eine tote Verräterin hielt, obwohl sie während Kapitel 3 Season 2 die meiste Zeit für sie stand, aber die hat das nur gesagt, um herauszufinden, ob die Spannung mit dem Fundament gelöst wurde, da sie wusste, dass er auch auf dem Eismond war. Oder es war einfach nur Sarkasmus. Paradigma antwortete damit, dass sie das schon mit dem Fundament klärte und falls sie nicht in den Mecha einsteigen wollte, wenigstens in das Schiff des Fundaments geht, da es kurz vor dem Start war. Am Ende zerstörte der Mech mit Spider-Man, Iron Man, dem Wissenschaftler, dem Fundament und dem Paradigma als Pilotin die Burg des Eiskönigs, weil diese mit der Sammlung zu gefährlich war, um in Ruhe gelassen zu werden, was heißt, dass der Eiskönig wahrscheinlich dabei starb. Jones, Wolverine, Shuri und die Imaginierte waren in der Hand des Mechs, welcher nun auf die Insel zuflog. Der Nullpunktkrieg endet bald und somit wird auch der Comic beendet. Der Abschluss folgt, Freunde, der 5. Comic kommt bald online am 28. September, wie gesagt. Und gerade gibt es sowieso viele Diskussionen auf Social Media, weil es sehr viele Plotholes mit diesen Nullpunktkrieg-Comics gibt. Zum Beispiel das Design des Mechs, aber das haben wir schon geklärt, ist ja wegen einem Gast so halt, er hat nicht genug Infos bekommen und Epic Games konnte wegen der kurzen Zeit zur globalen Veröffentlichung nicht das Ganze kontrollieren. Deswegen sieht auch das Monster ein bisschen anders aus oder Charaktere. Die Künstler sind ein bisschen anders eben und zeichnen die Dinge auch ein bisschen verschieden. Aber ich habe immer noch zwei Probleme mit diesen Comics. Und zwar die Basis der 7. Im Live-Event sind wir mit dem Paradigma von dem Mond geflogen, aber von einer neuen Basis der 7. Außerdem hat die Imaginierte irgendwie Wissen über ihre Vergangenheit gehabt, obwohl wir wissen, dass sie die ganze Zeit während Kapitel 3 Season 2 nach ihren Erinnerungen suchte und sogar von Geno gesperrt wurde. Ansonsten, Freunde, falls ihr Fragen habt oder verwirrt seid, schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich eure Meinung würde mich sehr interessieren. Bis zum nächsten Mal, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen und ciao.